Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Wir sind hier wieder bei Advance Wars. Heute mal wieder im allerersten Teil, der schon am weitesten zurückliegt. Und wir gehen heute die Advance-Kampagne an. Ach ja, und Alter ist auch wieder mit dabei. Hallo. Der Alter hat heute sogar eine besondere Aufgabe. Der darf mir nämlich immer vorlesen, was ich mache. Ich werde die Advance-Kampagne in diesem Spiel nämlich nicht ohne Guide spielen. Das werdet ihr relativ bald sehen, wieso das so ist. Bevor wir allerdings mit der Advance-Kampagne anfangen, ich mache nochmal eine ganz, ganz kleine Exkursion in die Kampfübung, weil da gab es nämlich etwas, was ich beim ersten Mal nicht wirklich gezeigt habe. Welches war denn? Der Helikopter kommen war das, glaube ich. Es gibt nämlich eine Möglichkeit, dieses Level hier zu gewinnen, ohne dass man das Hauptquartier besetzt. Und ich möchte einfach mal zeigen, wie. Wir müssen allerdings erstmal den Tutorial-Teil abarbeiten, deswegen müssen wir jetzt erstmal, ja, Dialoge skippen. Die Infanterie hier ausladen. Und einfach mal so tun, als würden wir das Ganze. Ach, Moment, sie will jetzt erstmal mit dem K-Heli, dass ich hier angreife. Moment. Ich möchte auf jeden Fall dieses Level hier noch beenden, ohne dass ich das Hauptquartier besetze. So, und ich glaube, ab hier darf ich jetzt freie Entscheidungen treffen. Okay, der kommt da noch nicht hin. Den müssen wir noch kaputt machen. So. So. Ja. Damit wird das schon mal erledigt. Der muss dahin. Oh, ich sehe gerade, Olaf bewegt alle seine Kampfpanzer in Richtung von meinem Stützpunkt. Das ist gar nicht mal so gut. Naja, gut. Muss ich halt mit vier Kampfpanzern gleichzeitig fertig werden. Das geht auch. Das ist jetzt aber nicht gut, dass er das macht. Okay, eine Infanterieeinheit weniger. Geht aber noch. Normalerweise würdest du ein Level abschließen, indem du einfach um die Dings, die das Hauptquartier einnehmen würdest. Ja, normalerweise schon. Aber man triggert hier einen extra Dialog, wenn man es schafft, hier das ganze Level ohne Hauptquartier besetzen zu machen. Ist halt ein nettes kleines Gimmick, was sie hier noch eingebaut haben. Ja.
Und ich sehe, das, was ich beim letzten Edwards, beziehungsweise beim Advanced Wars, das war das letzte, was du aufgenommen hast, beziehungsweise. Ja, doch, was war das letzte, was du aufgenommen hattest? Advance Wars 2, World meinst du? Strike? Ach, Advanced Wars 2. Was ich da ein bisschen vermisst habe, ist ja. Wie soll ich sagen, diese Reaktionen der Kommandanten. Ja, die sind hier in diesen Spielen mit drin. Es ist gut, dass er mit seinen schwachen Einheiten an der Front hier angreifen will. Das Ganze funktioniert natürlich nur wegen der Artillerie hier. Ohne die läuft ja gar nichts. Der greift sowieso mein APC an, das ist gut. Lieber eine gesunde Einheit an die Front stellen. KI ist berechenbar. So, der überlebt einen Schuss. Er joint seine Einheiten. Ist sogar ganz gut, dass er das macht. So. Erstmal den da. Du gehst zurück. Dir geht's ab an die Front. Du darfst da auch einmal draufhauen. Der schießt den da mal wieder weiter an. Hat keine Muni mehr. Das müssen wir mal ändern. Du spielst jetzt hier Kanonenfutter. Nee, Kanonenfutter. Ja, das gute alte Meat Shield. Genauso wie die APCs. Schon hat er keinen Full HP Medium Tank mehr. Ich sehe, es gibt noch keine Superpower. Es gibt normale Gaben, aber keine Spezialgaben. Die Spezialgabe haben sie in Advance Wars 2 eingeführt. Der überlebt noch einen Schuss. Bei HP sollte den überleben. Yep. Und schon sind seine Kampfpanzer so gut wie dezimiert.
So, jetzt geht's nur noch ans Aufräumen. Muss man aber nur noch die Infanterieeinheiten aus dem Weg räumen. Den greift er aber sowieso nie an. Ich weiß zwar nicht genau, wieso er das nicht macht, weil eigentlich wäre es sinnvoll. Aber das ist die Advanced Wars 1 KI. Eine KI, die nicht mit ihren Einheiten angreift? Zumindest nicht mit den Infanterieeinheiten. Infanterieeinheiten greifen wirklich nur ganz, ganz selten was an in diesem Spiel. Oh, das ist aber nett vom Olaf. Ach so, ja. dass er immer noch in die AT-Range reinrennt. So, das muss ich jetzt direkt noch vorlesen. Du hast den Gegner geschlagen? Erstaunlich! Ich muss zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass du sie alle schlägst. Nur weiter so, großartig! Alle meine schönen Einheiten verloren? Nicht zu fassen. Nell hat das Unmögliche alleine zustande gebracht. Es ist noch nicht vorbei. Das kriegt man nur, wenn man... den Dialog kriegt man wirklich nur, wenn man diese Mission wirklich so macht. Also, wenn man nicht das Hauptquartier besetzt, sondern einfach nur seine Einheiten stur auseinandernimmt. So. Aber genug davon. Wir sind hier wegen was anderem hier. Nämlich wegen einer gewissen Advanced-Kampagne. Den ganzen Story-Kram haben wir hier ja auch schon erledigt. Wobei ich an mancher Stelle überlegen soll, dass ich, wenn wir an einen Punkt kommen, wo man in der normalen Kampagne nicht war, ob ich das nochmal vorlesen soll. So, wir sind hier wieder im ersten Level. Der große Unterschied ist, dieses Mal haben wir keine Kampfpanzer und Olaf hat 3. Und wer sich fragt, wie wir das gewinnen sollen, ja, es ist möglich. In 6 Tagen. Zum Glück kenne ich die Taktik für dieses Level auswendig. So. Dann... Der musste, glaube ich, hier hin. Du so weit wie möglich nach Norden. Du musstest so weit wie möglich nach Norden. Du musstest dahin. Dann du dahin und du dahin. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Bis jetzt sieht es zumindest noch richtig aus. So. Erstmal den hier kaputt schießen. So, dann muss die Arti da weg. Da rein, dahin und so. Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Ja, das Feld ist noch frei. Den muss ich so ausladen, dass der Raketenwerfer ihn trifft. Dann der muss dahin, der muss dahin,
Der muss dahin, dass er nächste Runde in APC rein kann, und du musst hier hin. Okay, soweit, so gut. Du musst hier rein. So. Dann musst du hierher. Dann der muss nach vorne, der muss nach oben, der muss hierhin, der muss dahin, der muss dahin, und du greifst den an. Wie am Schnürchen. So. Du musst hier hin und den da verhauen. Du musst dahin und die Infanterie dahin verladen. Du musst dahin und der Rest macht gar nichts. So. Einmal Hauptquartier capturen anfangen. Du gehst dahin. Jetzt reicht's nicht mal. Machen wir's halt so noch. So. Ich würde mal sagen, let it snow, Olaf. So. Für den Sieg. Fertig. Und wer sich jetzt wundert, warum bei mir jetzt der Technik-Score noch voll ist, obwohl ich meine halbe Armee verloren habe, in der Advance-Kampagne vom ersten Spiel ist Kraft- und Technik-Score immer 100%. Es geht nur darum, wie schnell man es schafft. Weil anders wäre das nicht machbar. Es wäre definitiv nicht anders machbar. So, und ab dem nächsten Level darfst du jetzt vorlesen.